Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir jetzt alle miteinander in der Karwoche sind, der Woche vor Ostern, dann dürfen wir eines lernen, den Blick auf das Kreuz zu richten. Das Kreuz ist wirklich wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Es spaltet wirklich. Die einen hängen es ab, die einen hängen es auf, die einen werfen es weg, die anderen, ja, es ist wie es spaltet, das Kreuz spaltet. Und schlussendlich geht es, wenn wir auf das Kreuz blicken, natürlich nicht um das Kreuz an und für sich, natürlich schon auch, aber es geht um den Gekreuzigten. Und es geht um den Gekreuzigten und es geht um diese Frage, und das ist diese alles entscheidende Frage schlussendlich, die uns Menschen interessiert. Was ist der Sinn des Kreuzes? Was ist der Sinn des Leidens? Und wenn wir den Menschen da keine Antwort drauf geben, dann machen sie es so, wie wenn wir ihnen keine Antwort geben auf die Frage nach dem Himmel. Eben wenn man keinen Glauben mehr hat, dann kommen auf einmal so abstruse Ideen wie, ja, dann komme ich halt wieder auf die Erde zurück oder ich lebe auf einem Stern oder ich, keine Ahnung, was auch immer, ich lebe auf einem Stern oder ich, es ist eh alles vorbei, es ist eh alles vorbei. Also, und das gibt es, das ist so ganz normal, das gibt es dann so. Und das Kreuz ist es genau dasselbe. Die einen hängen es ab, weil sie so verzweifelt sind, dass sie keine Antwort bekommen auf die Frage nach dem Leid. Und das ist die alles entscheidende Frage. Warum Leid? Was ist der Sinn des Leidens? Und wie gesagt, wenn wir den Menschen da keine Antwort drauf geben, dann werden sie sich zurückziehen, ganz enttäuscht, und zwar enttäuscht von Gott. Die Fruchtbarkeit des Leidens. Die Fruchtbarkeit des Leidens. Und wenn wir jetzt in dieser Woche die Vorbereitung auf Ostern feiern, das Leiden und Sterben unseres Herrn, dann ist es eindeutig, dass wir auf den Gekreuzigten schauen dürfen, wie er gelitten hat. Nicht in welchem, natürlich schon auch in welchem Ausmaß, aber wie er das gemacht hat von seiner inneren Haltung her. Es war alles innerlich, es war nichts. Natürlich äußerlich hat er es ertragen und erdulden und konnte er nichts machen, aber es war alles innerlich, es war alles innerlich zuerst einmal. Und da müssen wir wie drauf schauen und es dann verstehen, wie er es gemacht hat. Und ihm dann wie nachfolgen. Aber man müsste sich da fast einmal dann so Zeit dafür nehmen, um einfach nur mal zu ihm zu sitzen, vor das Kreuz zu sitzen, es betrachten, vielleicht auch mal so die letzten 7 Worte des Herrn am Kreuz zu lesen, meditieren und dann alles zu verstehen, dass Jesus alles aus Liebe zum Vater getragen hat. Alles aus Liebe zu Gott. Wir haben das Wort gebetet in einem Gesetzchen so ungefähr, dass wir unser Kreuz mit seinem Kreuz verbinden, dass es dann fruchtbar wird. Ja, das ist dieses tiefste Geheimnis. Und wenn wir dann am Kreuz sind, dann müssen wir natürlich noch auch auf die schauen, die unter dem Kreuz gestanden ist, die das sozusagen wie uns vorgemacht hat, wie es geht, nämlich Maria. Sie war unter dem Kreuz und sie war mit ihrem Sohn ein Herz und eine Seele. Und das können und sollen und müssen wir genau gleich auch sein. Nutzen wir diese Woche, diese Karwoche, um wirklich Kreuz, auf das wir schauen, dass wir dieses Leiden, den Sinn des Kreuzes immer noch mehr und immer noch besser verstehen. Und auch seine Frucht, die Frucht des Leidens.
Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.